Aber warum hat Gaia das getan? Was, warum hat Gaia das getan? Überleg dir doch mal! Damit wir ihm dienen und gehorchen, weil wir dachten, er wäre was Gutes, damit wir uns an die Vergangenheit nicht erinnern. Aber warum will er, dass wir uns nicht an die Vergangenheit erinnern? Sonst hättet ihr doch in der ersten Sekunde dran gedacht, euch zu holen. Und bring mich zurück nach Empire. Ich will zurück nach Empire. Bring mich zurück. Ich bring dich nicht zurück nach Empire. Nicht, doch, bevor du mir eingestehst, dass du daran schuld bist. Er ist nicht schuld. Ich bin an nix. Sehen wir mal ganz kurz realistisch. Ich suche ja selbst einen Weg nach Hause. Du bleibst jetzt stehen, Holzkopf, oder ich lass dich von der Stadtwache einsperren. Oh, sowas habe ich noch nie von dir gehört. So, er wollte dich nicht hören. Er musste fühlen. Hast du das Gefühl, mich ernst auf dich? Du kommst auch gleich in so eine Zelle. Mich nimmt hier niemand ernst. Was ist eigentlich los? Wozu bin ich eigentlich König? Ha? Wo bin ich? Du bist kein hier? König. Ich bin König Katze. Hallo? Naja, du bist schon König, aber ein bisschen wenig hast du gemacht. Masi-Tix? Ja, in der Ruhe! Wo seid ihr? Ruhe da hinten! Warum bin ich hier eingesperrt? Ich hab dir gesagt, wenn du da runter gehst, sperre ich dich ein. Hat er gesagt, muss ich sagen, hat er vollkommen recht. Seid ihr bekloppt, auf, sperrt ihr mich rein, lasst mich hier raus. Nö. Nur weil ich meine Krone nicht aufhab, heißt das nicht, dass ich nicht der König bin. Wenn ich sage, du bleibst stehen, dann bleibst du stehen. Wenn ich sage, ich sperre dich ins Gefängnis, weil du nicht auf den König hörst, kommst du ins Gefängnis. Genau. Seit wann seid ihr denn so drauf? Seit wann macht ihr sowas? Seitdem niemand mehr auf Katze hört, ich werd nur noch geboxt von jedem. Was soll das überhaupt? Ich glaube, er hat seine Tage. Ich will hier raus. Lass mich raus du hier. Du könnt mich hier nicht einsperren, wenn du willst. Das habe ich nicht verdient. Wie, das hast du nicht verdient? Okay, dann machen wir eben mal den Prozess. Du hast vieles verdient. Ein Diener Gaias gewesen, mit meiner Hilfe natürlich, aber ich war ja undercover, bedeutet, ich bin freigesprochen. Das du hat hast dann gleichzeitig. Mich doch belangt, du hast Menschen. Ja, und du hast drauf gehört. Wie kommt es eigentlich, dass du jetzt nicht mehr auf mich hörst? Du kannst dich mal am Arsch lecken. Geht nicht, du bist hinter Gittern. Mich doch verarschen, was soll das denn? Naja, du musst Katze fragen. Ich habe ja leider keine Macht. Er ist ja der König. Geh verdammt nochmal raus. Ich will nach Hause, ich will zurück nach Empire, ich will zurück nach Louis. Jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir hinwollen. Es lasst mich hier raus, was soll das denn? Es ist ein Phänomen. Warum schreien die immer zuerst nach sich und nie nach anderen? Verstehe ich nicht, warum. Warum ihr mich hier einsperrt? Das ist unmenschlich. Ich bin ein mächtiger Paladin. Ich habe das nicht verdient. Also, hör zu. Der mächtige Paladin, ja? Der mächtige Paladin bist du geworden wegen dem König. Richtig. Und zufälligerweise warst auch du der Grund, warum der König gestorben ist. Richtig. Genau. Was für ein König? Warum gestorben? Ja, wir hätten ihm vielleicht diesen Gedanken nicht rauben sollen. Ja. Aber jedenfalls. Hör zu. Mach mal bitte zu. Hey, Ehrlich. Lass dich doch raus, ihr verdammt! Komm mal her. Ui, was willst aber du? Das Töpfchen musst du aber auch bitte leeren, das nächste Mal. Was soll das? Ich will hier raus, verdammte Scheiße. Vor allem, du warst nur 15 Minuten drin. Wie kannst du schon das Töpfchen voll gemacht haben? Ich will hier. Was soll das? Lass mich hier raus jetzt. Ich will nach Hause. Also. Bin zurück nach Empire. Setz dich hin. Setz dich hin. Zuhören. Genau. Hinsitzen. Was soll das? Weißt du eigentlich, wie du gerade eben ohnmächtig geworden bist? Weil ihr mich K.O. gehauen habt. Richtig. Und wie kann eine Katze wie ich dich K.O. hauen? Weil ich der Königbecher bin. Und ein Königbecher bechert alles um. Also, ruhig sein. Hau jetzt hier ab! Elegant, komm, wir fliehen! Du kannst hier nicht alles kaputt machen. Elegant, komm raus hier! Du kannst hier nicht alles kaputt gemacht, Katze. Verdammt, Mann. Wo können wir jetzt hin, Elegant? Ich geh weg. Ich will zurück nach Empire, ich will zurück nach Balui. Soll wohl irgendwo ein Portal geben. Portal, ich will zum Portal. Okay. Das ist kein... Mann. Muss da irgendeinen Weg nach Hause geben. Verdammt, ach, dieser scheiß Regen. Hallo, könnt ihr mir helfen? Ich war doch diese komischen Diener von Masi-Tix. Was machst du da? Was? Ich fliege dir nach. Hau ab, lass mich in Frieden. Aus. Was
schwebt dieser Baum. Das Portal. So. Schön sind wir da. Yeah. Ja, du kannst von mir aus gerne ins Portal gehen, aber du hast ja keine Ahnung, wie man zum Portal geht. Ich will einfach nur nach Hause. Ja, das ist mir schon aufgefallen. Du kannst dich aber gerne auch einfach mal im Kreis verfliegen, oder Katze? Ja, aber Katze schon nach Hause. Ich will zurück nach Empire, ich will zurück zu Baloui. Wieso willst du denn immer zu Baloui? Weil ich mit Baloui reden muss. Warum musst du mit Baloui reden? Er benimmt sich in letzter Zeit sowieso komisch. Egal. Katze. Ich sperre ihn ein und nein, er schwört einen Drachen in meinem Kerker. Ja. Ja gut, aber der Kerker ist zerstört Teile der Stadt mit seinem Drachen. Ups. Und ist auch noch frech dabei. Da muss ich dir ganz recht geben. Ihr hattet nicht das Recht, mich einzusperren. Naja, wir haben nicht das Recht. Katze hat das Recht. Hast du den unsichtbar gemacht? Recht. Wo ist er denn? Da ist er. Ich bin doch die ganze Zeit hier. Hast du einen an der Klatsche? Sei nicht so frech. Du hast mein Gefängnis kaputt gemacht. Das baust du wieder auf. Jetzt lass mich zurück nach Empire. Ja, was willst du in Empire? Empire sammeln, oder was? Gegen Gaia kämpfen. Mit Baloui reden. Na gut. Ich will auf jeden Fall nicht hier sein. Ich fühle mich hier nicht wohl. Mach das. Klär das mit Katze. Das Portal steht jederzeit offen. Nach Hause. Aber nach Hause. Das will ich nicht. Du hast mich hierher geholt, ohne dass es doch ist. Er ist endlich wieder da. Du kannst ihn ja dort besuchen, als Katze. Nein. Solange du nicht Drache aufregst. Mann. Ich dachte, wenn ich hier bleibe, dann kommt Gaia in diese Welt. Nein, wenn du hier bleibst, kommt kein Gaia her. Diese Welt ist beschützt vor Gaia. Vor allem Gaia würde sich noch nicht mal wegen mir dahin wagen, wenn er das wissen würde. Na gut. Er hat es einmal versucht, wenn ich mich erinnere. Nein, das ist zweimal. Nicht besonders gut gelaufen. Nein. Du kennst ja noch die Sache mit dem Wurstaufstrich und dem Schwein. Das ist so. Also, wenn er dann Schwein ist, dann ist gar ja so ein Wurstaufstrich. Und ja, gut, wenn ihr alle ja bei eurem klaren Verstand wärt, dann wärt ihr auch eine Möglichkeit, auf jeden Fall Gaia aufzuhalten. Aber ihr seid ja alle geschwächt und doof und ich darf nicht weiterreden. Hör zu, Ali. Ich kann dich wegteleportieren. Für eine einzige Sache. So wie ich mitbekommen habe, bist du nun der Stadtkommandant, General von der Stadt. Du musst dringend die Zusammenarbeit der Leute fördern. Verstanden? Ja, okay. Und noch etwas. Was? Hör auf Drache. Warum auf Drache? Weil du weißt doch wohl, was Drache ist, oder? Ein Sucher. Okay, und was ist seine Aufgabe? Keine Ahnung. Euch zu finden, weil ihr habt etwas in der Bestimmung von Drachen zu tun. So wie ich das momentan hier mache, macht sein Drache das für die anderen. Ich hab ja noch den aufgeladenen Portalstein. Und den musst du was machen? Das Portal zur Drachenwelt öffnen. Genau. Und ich würde mich ziemlich beeilen, wenn ich du wäre. Au. Ja, dann teleportiere mich zurück. Katze, darf ich ihn wegteleportieren? Der will doch sowieso nicht hierbleiben. Ja. Ich kann nicht hierbleiben. Ich muss mich um Drachen kümmern. Ich muss mich um die Stadt kümmern. Ich muss mich um alle kümmern. Und wer kümmert sich um Katze? Ihr seid doch hier halbwegs sicher, oder nicht? Ich bin die ganze Zeit alleine. Alle meine Freunde sind in die große andere Stadt gegangen. Und ich muss hier aufpassen, weil ihr Holzköpfe zu lang braucht, zurückzukommen und euer Zeug geregelt zu kriegen. Wir haben hier auch Dinge zu tun. Ja, aber da kann ich ja nichts für. Ich hab die Stadt schon 4-mal gegen Monsterhorden verteidigt. Jedes Mal habe ich mir Pfotenhaare ausgerissen. Ja, aber ich muss mich um Gaia kümmern. Ich muss dafür sorgen, dass die anderen sicher sind. Kannst du die nicht einfach putt machen? Was, Gaia? Ja. Du weißt, dass das so nicht funktioniert. Mann, oh. Die Bestimmung ist, dass ihr ihn kaputt macht. Ich darf mich da nicht mit einmischen. Ja. Gut. Also, ich schicke dich nun zurück. Tut mir leid, Katze. Wenn du willst, schicke ich dich mit zurück. Nein, ich glaube nicht, dass das okay ist. Sehr gut, verantwortungsbewusste Katze. Da gibt's nicht genug Fischis. Also, bist du bereit? Ich habe viele Fischis in meinem Garten waren. Ja, ich bin bereit. Ich muss. Okay. Ist Holzkopf. Ich bin kein Holzkopf. Nadia Lem. Odiasa.
Nediama Mion e Gariam Mosiam Diale. Werd ihn vermissen. Throw your cranes up.